So, herzlich willkommen hier bei Freitag der 13. Das Spiel. Friday the 13th. Halt, so, da sind die, ja, die Controls halt. So, ja, viel Spaß, wenn es die Six halt angezockt halt. So, viel Spaß. So, da geht halt los. War schon mal ein cooler Kill. Ja. They're out there, Jason. So. Video ist halt ein bisschen geschnitten. So, es kommen jetzt 2, 3, 4, 5 Videos, keine Ahnung. Wo immer andere Abstände sind, immer was anderes zeigen. Ich zeige jetzt, wie man Jason spielt und wie man als Überlebender spielt, zeige ich ein Video. So. Ja. Ist ein cooles Spiel. So, da kam jetzt hier, ja, Karte hat man auch. Als Überlebender hat ich eben keine Karte, na egal, Jason hat eine Karte. So, der kann sich ja auch teleportieren kann er sich halt quasi. Wie der den Film auch immer macht, immer rennen die Leute weg. Und der rennt hinterher, wie der schleicht hinterher. Aber ist trotzdem immer vor den da, wo sie hin, wo sie da sind, keine Ahnung. So. Der kann sich teleportieren. Ja. Wie ein Dragon Ball. Ja. Ja, aber echt in den Filmen, ich habe alle Filme gesehen, alle 9 Teile oder 10. Jason X war der letzte, 10. Teil. Jedes Mal laufen die Opfer, die laufen immer weg. Und pff, der geht ganz langsam da und pff, mit der Axt in der Hand. Und der ist trotzdem immer vor denen da oder was wie auch immer. Oder steht dann direkt hinter einem. Keine Ahnung, ey. Das ist schon ein bisschen schauderisch. Ja. So, auf jeden Fall so hier. Also das hier war jetzt gerade, man kann halt da einstellen, wer man ist, wie man aussieht. Ja klar, dann muss man die Kleidungsgegenstände, die muss man noch kaufen. Die Tussi im Bikini konnte schon mitspielen. Naja. So, und Jason hat auch verschiedene halt Kleider, Klamotten, Kleider. Ja, die sind aber ab einer bestimmten Stufe erst freigeschaltet. Man kriegt dann immer so Erfahrungspunkte, wenn man gewonnen hat. So, eigentlich hatte Jason ja Angst vor Wasser. Na hier irgendwie gar nicht, naja. So. Da kann man entweder man kann auch schleichen und so. Entweder man zagt den Gegner einfach so mit der Waffe, mit R2 oder mit L1, also irgendwas kann man Gegner greifen. Und dann kann man so, gibt verschiedene Tötungsvarianten, so gegen die Wand klatschen und keine Ahnung, zu Boden trampeln, bis der tot ist. Also man muss nicht einfach nur so mit der Waffe da zuhauen, sondern hat dann auch Wurfmesser. So, dann kann er wie jetzt hier, ist halt so Jägermodus, R1 und X. Jägermodus, dann kann man sehen, wo Gegner sind. Ja, dass sie dumm sind. Ja, die geht in ein Fenster rein, geht aus einem Fenster raus. So, na. Manchmal könnte ich die Überlebenden auch verstecken. Wie gesagt, man kann selber als Überlebender spielen. Da verstecken sie sich halt manchmal. Ja, da habe ich den Kill nicht hingekriegt, noch nicht. Aber gleich irgendwann packe ich das mal. Wieder hatte mir noch ein Messer in den Nacken gehauen, ey. Nackenschelle. So, am Nachteil. Ja, gibt auch der coole Kostüm, wie im 9. Teil oder so. Jason ist dann irgendwann ein anderer Mensch, die Seele geht irgendwo in einen anderen rein. Vor allem ist er ein schwarzen. Also statt einen weißen Mensch, na gut, keine Ahnung. So, auf jeden Fall hängt dann ein Gehirn da raus und ja, man sieht die Zähne und alles, was wie auch immer. Die Maske ist gut im Arsch. So, jetzt packe ich das mal. Wo er dann noch wahrscheinlich der harmloseste Kill ist. Einfach erwürgt oder was, bisschen Blutkotz. So. Also, jetzt kommt das nächste Video jetzt. So, ich weiß nicht mehr, welche ich da aufgenommen hatte. Immer nur so ein paar, damit man zeigen kann. Gleich kommt doch irgendwann noch, wo ich online zock halt. Da bin ich mal ein Überlebender. So, hier, das ist so Herausforderungsmodus. Da muss man sich dahin schleichen und den mit der Motorhaube oder so kaputt machen, keine Ahnung. Habe ich aber nicht gepackt. So, jetzt cool, hier sieht man auch hier die Kreise. Da sieht man, wo die Gegner sind halt. Gegner, Freunde, Feinde. Jason hat keine Freunde. So. Auf jeden Fall hier im Oktober halt PS Plus kostenlos. Kostet sonst 40 Euro. 36 Euro oder so. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Werde ich nur versuchen, weiter zu spielen. Ja gut, ist halt blöd da. Meistens kann man nur online da zocken. Man kann offline auch zocken. Aber dann ist der Reiz nicht so groß. Wie jetzt hier, wie gesagt, ey, Auto mich noch, ey. Da muss man unbemerkt halt einen killen. Keine Ahnung, ey. Geht doch. So, man wird halt manchmal niedergestreckt, aber sterben kann man irgendwie als Jason eigentlich nie.
wie in Filmen macht, der stirbt ja auch nicht. Wenn man Überlebender ist, mit den 6 Leuten, 7, irgendwann kommt da so ein Typ, der hat eine Schrotflinte und erst dann kann man Jason oder so töten oder so, ein Auto gefahren oder irgendwas war da. Keine Ahnung. Kann das Spiel auch durchpacken, wenn man einfach so abhaut irgendwann. Im Auto abhauen oder so. So, da war es cool, Camp Crystal Lake halt. So, jetzt spiele ich Überlebender. So. Ja, gut, keine Ahnung, was das war. So, musste erstmal gezeigt werden, da. Oh, leck die Muschi gehört. So. Ja. Und als Überlebender hat man so nicht so die richtige Karte. Da muss man erst eine Waffe finden, weil ohne ist man quasi wehrlos. Jason hatte immer eine Waffe. So, all die anderen Leute, wo da waren, die hatten schon Schrotflinte und alles, keine Ahnung. Gut, weil es ist das erste Mal richtig online gezockt. Wahrscheinlich wird beim nächsten Mal besser, aber egal. Ich mache jetzt die Aufnahme. Juckt mich nicht. So, da kann man sich noch verstecken. Jeder hat so Hilfsmittel. Taschenlampe oder so weiter hat Jason nicht. Dafür könnt ihr euch hin teleportieren und Schnellsuche und was weiß ich nicht alles. Menschenaufspürgerät hatten. Da sieht man die Leute in Rot. Kann hinterherlaufen. Ja, so hat er beharrt, als ich eben gespeichert. Ab jetzt. Ah ne, den schlafe ich einfach mal so, weil scheiße ist. So. Hat eine Schrotflinte und macht nichts. So. Denn jetzt hat ich irgendwann gespeichert. Dann kommt das nächste Video jetzt. Na, auch schon Jason einfach mal drauf. So, mal gucken. Auf jeden Fall hält der sau viel aus. Sehr, sehr viel. Ich habe das schon in anderen Videos bei YouTube schon gesehen. Der hält unverständlich viel aus. Boah, der war für ein Arsch. Weg. Hat ihn Arsch. So, egal. So. Aber hier ist der Jason. So. Jo, keine Ahnung, was das war. Ey. Bewegt sich nicht. Schau einfach drauf. So, jetzt fällt er auch zusammen. Der ist immer. Habe ich gedacht, ich hätte ihn mal besiegt. Gibt ja auch eine Trophäe. Ja, ne, so leicht ist der nicht. Der steht hier immer tausendmal auf. Und dann auf einmal ist die Waffe kaputt gehört. Hammer 8, ja, keine Chance, das will ich jetzt machen. Was wollte ich denn jetzt machen? Mit dem Motor auf den drauf schmeißen, was in der ging halt. Ja. So, jetzt wird es ein bisschen verstörend. Ja, jetzt haben mich dann noch gekriegt. Aber ich wollte mich nicht da rausfinden. Ich wollte mal gucken, was man macht. So. Auf jeden Fall cooles Spiel, kann ich schon empfehlen. Endlich mal ein cooles PS Plus Spiel, wo es auch lohnt. Werde ich auch wahrscheinlich auch weiter zocken. So. Auf jeden Fall hat euch das Video gefallen. Du gestorben, ja. Alles klar. So, ja, bitte liken, abonnieren, halt. So, und das war Freitag der 13. Gezockt am Freitag der, keine Ahnung, der 2. oder was. November, Oktober. Egal. So. Dann mach einen schönen Abend und tschüssi.